Ja, und ich nehme mir jetzt einfach die Farbe mit diesem Schwämmchen erstmal auf. Ich möchte euch mal kurz die Deckkraft zeigen. Ihr seht, das gibt ziemlich gut Farbe ab. Also auf jeden Fall auch vorsichtig zuerst sein und vielleicht nicht unbedingt gleich hier vorne beginnen, weil es wirklich eine sehr gute Deckkraft hat und dadurch hat man hier so einen Streifen. Und ich gehe hier wirklich gut ein paar Mal mit diesem Schwämmchen rein und gebe mir die Farbe jetzt einfach direkt hier auf den Ansatz drauf. Ja, und ich gucke jetzt einfach, wo ich es nötig habe. Also hier oben sowieso der Ansatz, aber ganz besonders hier auch um die Seite rum habe ich hier ja so sehr dünne, lichte Stellen. Hier müsst ihr aber sehr vorsichtig sein. Wie gesagt, vielleicht nicht zu krass intensiv in das Puder reingehen und vielleicht erst ein bisschen weiter hinten beginnen und dann sich so ein bisschen vorarbeiten sozusagen. Auch mit so tupfenden Bewegungen über diese kahlen Stellen einfach drüber. Ganz, ganz vorsichtig. Und tupft das hier einfach drauf. Ich habe natürlich jetzt hier auf der Seite schon ein bisschen Vorarbeit geleistet. Ich zeige euch zum Vergleich mal die andere Seite, damit ihr sehen könnt, ja, man sieht hier einfach meine Kopfhaut durch und es ist sieht einfach auf der Seite nicht so dicht aus wie auf dieser Seite. Hier sieht es einfach aus, als hätte ich schon mal mehr Haar. Und fange auch erst weiter hinten an, also wirklich nicht hier vorne beginnen, sondern erst weiter hinten. Und dann gucke ich mir hier besonders diese Stellen an, die so ein bisschen krass durchscheinen und gebe hier das Produkt einfach gezielt hier drauf. Der Kern der ganzen Sache ist einfach, dass das deswegen so dünn erscheint, weil die Kopfhaut durchscheint. Und wenn man das eben abdeckt, dann wirkt es einfach von Haus aus schon mal voller. Und das ist der einzige Trick dabei. Also ja, jetzt sieht es definitiv nicht mehr so licht aus wie vorher. Und es sieht aus, als hätte ich volleres Haar tatsächlich.